Leute und herzlich willkommen auf dem Kanal, Leute. Und heute befinden wir uns wieder in meiner Stadt. Und zwar habt ihr sicherlich schon in den TL News gesehen, dass hier eine Großbaustelle erstellt wird, beziehungsweise schon gebaut ist. Die Vorbereitungen laufen gerade, die Bauarbeiten haben zwar noch nicht angefangen, aber vorbereitet wird. Und das machen wir heute ein bisschen. Wenn ihr die letzte Folge der TM News noch nicht gesehen habt, Infokarte da oben, jetzt mal anklicken und anschauen. Oder ganz am Ende im Abspann, dann könnt ihr erst dieses Video fertig gucken und dann das andere angucken. So, wir gehen mal rein. Und jetzt seht ihr hier, leuchtet noch überall Licht und alles. Okay, hier gerade nicht, weil da niemand im Raum ist, aber als erstes... Die Patienten in diesem Spital wurden natürlich in ein anderes Spital befördert, dass wir hier arbeiten können. Und wir müssen jetzt mal den Strom ausschalten. Weil das ist sonst nicht so gut. So, jetzt haben wir hier kein Licht mehr. Oben gibt es noch einen separaten Schalter. Der ist hier hinten. Zack, zack, zack. Und wir haben gerade allen Strom hier ausgeschalten. Hier noch. Zack. Und jetzt ist auch kein Strom mehr auf irgendeiner Leitung. Wir können ja gleich mal gucken. Hier. So. Hier alles ist aus. Alles ist aus. Alles aus hier. So. Und wir würden heute schon mal, damit das ein bisschen spannend auch ist. Okay, ich weiß nicht, ob das so spannend ist, aber wir werden mit dem Entkernen anfangen. Und zwar kommen erstmal hier die ganzen elektrischen Geräte auch noch raus. Zack. Frag mich nicht, warum da ein Kaktus drin ist. Das sollte eine Kaffeemaschine sein. So, und zwar werden wir jetzt erstmal alles hier rausreißen, weil wird ja sowieso neu gebaut. Alles hier. Zack. Hier machen wir noch einmal ganz kurz Licht an. Die Stromzufuhr besteht ja nach wie vor. Aber das Licht leuchtet einfach nicht mehr. So, dann gehen wir nach oben. So. Ihr seht auch hier, das Spital ist ziemlich hässlich. Sagen wir es mal so. Weil das war eines der ersten Gebäude, die im zweiten Teil gebaut wurden. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu dunkel hier. Ansonsten tut mir das natürlich leid. Ich weiß, YouTube macht das immer noch mehr runter, als es eh schon dunkel ist. Sag mal, ich hab's sogar auf Bright, also von dem her. Ja. So, jetzt reißen wir mal alle Wände raus. Die braucht ja eh keiner. Wie in einer echten Baustelle halt. Warum gibt's hier keine Fenster? So. Da nicht die Außenwand zerstören, aber das hier kann man alles raus. So. Zack. Einmal hier. Auch die hier. Jetzt ist der Strom hier oben sowieso komplett abgeschnitten. Also von dem her. So. Das hier kommt natürlich auch noch weg. So. Ist ja eine Baustelle. Hier gibt es
einfach random einen leeren Raum. Alles klar. Das macht ja gar keinen Sinn. Den hätte man verwenden können. Was ist das? Ist jetzt auch egal. Aber wir reißen hier alles mal raus. Zack. Lichtschalter braucht auch keiner. Das ist auch eine Wand, die keiner braucht. Okay, ja doch, wir brauchen die schon, aber jetzt der ganze Strom kommt natürlich auch noch raus. Jetzt brauchen wir ja keinen mehr. Hier brennt noch was. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? So. Hier die Treppe kommt auch raus. Wir reißen erstmal ab hier, ne? Das ist ja gut. Wir können auch am gleich das komplette Gebäude rausreißen. So. Das Ding hier bleibt sowieso nicht stehen. Die hier auch nicht. Jetzt müssen wir natürlich hier das Scaffolding einmal bis ganz nach unten bauen. Weil ja nur noch das unten stehen bleibt. Genau. Irgendwie verstehe ich das mit dem Bauen von diesen Dingern noch nicht. Aber naja. Ist jetzt ja auch egal. So. Jetzt muss ich hier das erstmal befestigen. Und zwar so. Weil jetzt fällt das nicht kaputt, weil das hier ranhält. Jetzt kann ich den wieder wegpacken. Und schon haben wir da das Ganze gemacht. Hier kommt dasselbe natürlich. Einmal bis ganz nach unten. Und dann gucken wir mal oben, wie es ausschaut, wenn ich nach oben kommen könnte. Jetzt. Und ich bin oben. Hier, das hätten wir. Das ist außen am Haus. Das ist auch außen am Haus. Das auch außen. Dann können wir jetzt erstmal das hier komplett wegreißen. Glaube ich. Ja, können wir. Also hier einfach mit Fill Command bis einmal hier und ganz nach unten. Und ich hoffe, dass jetzt nicht mein ganzes Gerüst zusammenfliegt. Tut es auch nicht. Das ist gut. Die Wände hier müssen natürlich stehen bleiben, weil sonst wird ja die ganze Substanz vom Gebäude zerstört werden. Und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt frage ich mich halt, wieso das jetzt die ganze Zeit lägt. Wenn ich einen Block abbaue. Vielleicht so. Funktioniert nicht wirklich besser. Wahrscheinlich Lighting Updates. Tut mir leid. Kann ich nichts für. Haben wir hier noch ein Gerüst? Nee, der Rest. Können wir jetzt hier das hier so mitnehmen. Zack. Und einmal nur Luft hier. Dann einmal dasselbe. Hier kann ich das halt gerade nicht machen. Wegen dem Scaffolding.
So. Zack, zack. Einfach einmal bis ganz nach unten. Und einmal hoffen, dass hier nichts dranhängt. Weil das wäre schon ein bisschen schade, wenn mir hier das ganze super tolle Gerüst zusammenfallen würde. Aber das machen wir natürlich. Bleibt dran. Es wird spannend. Einmal noch hier, da steht noch was, das kommt natürlich auch weg. Und das Ganze kann ich jetzt bis nach vorne füllen, joa. Zack, bumm. Mal hier. Zack. Wunderbar. Jetzt haben wir natürlich das hier noch. Hier auf dem steht auch nichts drauf. So. Ich könnte natürlich auch hingehen und den ganzen Quarz einfach löschen. So. Zack, ich mach mal Kill at E. Und zwar Typ gleich Item. Distance gleich 5. Geht das nicht? Was kann ich Git mit? Was geht denn hier überhaupt? Gibt's hier keinen Radius? Mode Distance Advances Limit Level Name NBT Score Sort Tag Team. Was? Ja. Einfach so. Passt schon. Wird schon nichts kaputt gegangen sein. Hoffe ich mal, weil ich bezweifle sehr, dass irgendwo in meiner Stadt einfach random Items rumliegen. So. Hier noch einmal zack, zack. Und jetzt muss das hier noch weg. So, und was wir jetzt machen? Bumm, wir zerstören alles. Es regnet Scaffolding-Blöcke. Wir müssen eigentlich einfach die in den Ecken zerstören. Bumm. Was denkt ihr, wie viele Scaffolding-Blöcke kriege ich hier raus? Viele ist die richtige Antwort. So, zack. Hier. Dann haben wir da noch. Zack. Einmal so. Bumm. Warte, wir machen zuerst den Ecken. Und jetzt ist das ein großer. Bumm. Einmal hier noch. Das wird ein Spaß, die ganzen Falltüren abzubauen. Und jetzt gucken wir mal. 148 plus 29, 184 plus 29. Es war viel. Okay. Und jetzt füllen wir einfach Luft. Bis ganz nach oben.
ohne dass ich die Visiere mitnehme, weil die stimmen sogar. Die bezeichnen, was ich bauen möchte. Also, die sind nicht nur einfach zur Deko da. So. Das geht schnell. Zack, zack. Einmal hier außen rum. Das ist nicht so spannend. Das mache ich offcam weiter. Aber, Leute, wir haben erfolgreich das Spital abgebrochen. Da hinten steht noch ein ganz kleiner Teil. Aber das war's von diesem Video. Wenn es gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao. Und schaut die TM News an. Okay.